Heute geht's weiter mit Pokémon Schild und wir sind hier oben da, wo wir bei Nidalos waren, auf dieser Plattform. Im Energiewerk und uns steht das legendäre Pokémon gegenüber. Und wir versuchen es jetzt, es zu fangen. Und zwar Zamazenta. Ja, ich möchte es gerne fangen. Ich weiß noch nicht, ob ich es ins Team nehmen werde. Also ich werde es definitiv nicht als festes Pokémon ins Team nehmen. Sondern nur übergangsweise. Und jetzt auch ein Zamazenta. Das picken wird, entschlossen. Oh, ich hab irgendwie keinen. Dann fangen wir uns jetzt Meisterball. Das sollte kein Problem sein. Dafür sind wir da. Wir haben es. Wunderbar, wir haben es gefangen. So, was bist du für ein Team? Für ein Typ? Ich glaube, wir tauschen mal Reich raus gegen Zamazenta. Oh, wirklich beeindruckend. Der wahre König hat dich für würdig befunden. Huh. Wir wurden Zeugen eines noblen Kampfes. Ich habe mich regelrecht dafür, dass wir die ganze Zeit nichts alles im Sinn hatten, als uns darüber zu streiten, wer die wahren Könige sind. Du da, Zackenschopf. Freundlich und zuvorkommend wie immer. Mein Brüderchen und ich werden für unsere Tate Buße tun. Führt uns sogleich an einen angemessenen Ort, an dem wir Abbitte leisten können. Was? Für Kerle, die die Taten angeblich bereuen, schubst du uns ganz schön rum. Ach, was soll's. Kev, mittlerweile habe ich einen Eindruck davon, was du wirklich drauf hast. Und ich muss sagen, du hast ja den Titel durch uns wirklich verdient. Aber ich bitte dich, lass mich zumindest für eine Weile in Frieden. Ich hätte da nicht ein Muster erkannt. Immer wenn du mich sehen willst, ist Ärger im Verzug. Und jetzt gibt uns eine seltene Liga-Karte. Professor Savina, ich kann von Ihnen verlangen, dass Sie mir verzeihen. Trotzdem möchte ich mich aufrichtig dafür entschuldigen, dass ich Sie hintergangen und belogen habe. Anfangs hat mich das auch ziemlich getroffen, keine Frage, aber mittlerweile denke ich, schwamm drüber. Das hacke ich einfach als eine Sache ab, aus der ich was für die Zukunft lernen konnte. Ja, keine Assistentin mehr, ein schöner wird. Und das meine ich nicht sarkastisch, oder? Puh, dann wünsche ich Ihnen auch fetthin viel Erfolg. So, damit hätten wir die beiden nicht ganz so lustigen Kampf erfolgreich aufgehalten. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass Sakia nichts passiert ist. Hä? Hauptruf an, okay? Also ich... Hey, beruhig dich doch. Hey, hast du gehört? Zakian ist auch bei mir. Wo bist du? Ich bin im Schwimmerwald und versuche Zakian zu besänftigen. Kannst du vorbeikommen? Ich könnte deine Hilfe gut gebrauchen. Ich warte im Inneren des Schwimmerwaldes auf dich. Bis dann. Bayern scheint es ja wieder drunter drüber zu gehen. Also alles wie immer. Auch Zamazenta scheint sich Sorgen um seinen Partner zu machen. Wir sollten Zakian und Hopp besser nicht allzu lange warten lassen. Los, auf zum Schlummerwald. Dann machen wir das doch. Auf zum Schlummerwald. Guck mal, sind denn da? Kann ich da irgendwie hinreisen? Nein, kann ich natürlich nicht. Aber dann reise ich erstmal kurz an Brassberry, weil ich muss mein Team heilen. Doch mal. Und dann sind wir fast durch tatsächlich. Viel ist nämlich nicht mehr zu tun. So, Karte. Und dann reisen wir runter nach Föllingham, da wo alles begonnen hat. Und jetzt. Dann machen wir uns auch in den Schwimmerwald. Weil irgendwas ist mit Hopp. Der zieht aber auch Ärger magisch an, der Junge. Oh, was machst du hier? Hopp, warte, geht im Wald auf dich. Soll ich dich himmeln? Oh ja. Macht's um einiges einfacher. So.
Hey, ganz ruhig, alles ist wieder in Ordnung, hörst du? Du kannst dich selbst unter Kontrolle halten, ich glaube an dich. Und dann bist du der Held, der die Galar-Region gerettet hat. Wow, du hast dich tatsächlich beruhigt. Fantastisch, ich wusste, dass du das schaffst. So ein bisschen. Hopp, du siehst ziemlich durch den Wind aus. Oh, hi. Da seid ihr ja. Gut möglich. Ich war so damit beschäftigt, Zakian zu beruhigen, dass ich alles andere vergessen habe. Oh, glaub ich, dass du einfach alleine losgestürzt bist, um den legendären Helden zu besänftigen. Ja, das war spitze. Oh, findest du? Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Was? Echt jetzt? Ist das dein Ernst? Was will Zakian von dir? Ich glaube, es hat meine Talente als Trainer anerkannt und es möchte Teil meines Teams. Ach, er kriegt das andere, Legi? Oh, wie cool. Wirklich? Das ist ja großartig. Also, wenn du es wirklich ernst meinst. Mal sehen. Okay, er wirft irgendwas. Ein Pokéball. Ja, nee, ist klar. So, hoppa, zack, ja, angefangen. Cool. Muss ich sagen, zwei sind echt unglaublich. Ich kann selber nicht glauben, was eben passiert ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dank all dem ein neues Kapitel beginnen kann. Kev, ich habe eine Bitte an dich. Denk jetzt bloß nicht, dass ich bitte es nachahmen will, aber würdest du bitte noch einmal gegen mich kämpfen? Hier, wo damals alles angefangen hat? Im Schlummerwald. Ja, dann versuchen wir es doch. Machen wir es doch. Ein letzter finaler Kampf in diesem Mitglied. Los geht's. Halt, und wir können damit loslegen. Ja, deswegen habe ich meine Hose nach vorne genommen. Ich wusste, dass der einfach wahrscheinlich kämpfen möchte. Spoiler nur 30, okay. Dann gehen wir mal drauf. Das geht nicht mehr. Also, ich werde verteidigen, wie hat er das mal. Okay, es wird nicht ohne werden der Kampf. Definitiv nicht. Dann gibt es noch einen schönen. Ich bin drauf. Und damit ist sein erstes Pokémon schon down. Ich glaube, er hat 6. So, die Rolle 80. Okay. Probieren wir es. Mit Libalo. Wir gehen drauf mit Flammenwurf. Okay. Was? Aquaturmstoß? Das ist wie geil. Wasserattacke? Diese Elektro-Pokémon. Tschüss. Dann machen wir es halt so. Ich kann mir wahrscheinlich Knirscher. Ziehen wir wieder auf die Mode Hose wieder. Probieren wir es einfach. So, Relaxo drauf. Mit Relaxo, okay. Ich dachte, dass ich was kann. Dann nochmal auf Dunn. Noch nicht ganz. Aber arm. So, und damit ist Relaxo auch Geschichte. Oder auch nicht. Er hat doch eine Top-Genesung in der Hinterhand.
Also besser jetzt als später. So, relativ weg. Das war eh klar, das war nur die Frage, wann es fällt. Kramor. Kramor ist. Da ist Flug, das heißt drauf mit einem. Mit einer Feuerattacke. So. Flammenwurf. Okay, Kramo, das ist ein Pokémon Schluck und tatsächlich doch mehr als ich dachte. Die Frage ist, wie viel hat er noch? Ein, zwei. Also, ich würde es jetzt. Dann hat er noch zwei. Die Frage ist, wie viel er als nächstes. Goldrum. Okay, sein Starter. Ja, ich habe mir einfach gerechnet. Wenn er den Starter auspackt. Und dann kriegst du jetzt die Lure Kanonade drauf. Wenn sie dann mal treffen würde. Bist du verarschen jetzt gerade? Packt die Pferdestärke aus und steckt ihn einen zurück. Ich glaube, dass die Attacke nicht getroffen wird. Da setze ich keine Doppelleber ein. Also wenn ich so. Hab ich. Ich habe aber gerade alles. Okay, dann müssen wir den Bonus auch weg. Oh, ich habe noch was. Da geht es mit dieser Flur. Tschüss, Gordon. So, die Frage ist, was hat er zuletzt gesehen? Zakian. Okay, dann haben wir ein kleines Duell zwischen Zakian und Samazenta. Klar. Wird schon irgendwie so sein. So, okay. Und damit haben wir den letzten finalen Kampf. Zakian gegen Samazenta. Ganz genau drauf. Volle Kraft drauf. Okay, das hat sich schon erledigt. Ja, du hast doch noch nicht nur einen Volltreffer, was? Aber das ist doch nicht wahr, ne? Ein Lucky Shot, Lucky Volltreffer. Denken Sie jetzt nur Kanonal. Auf mit der Scheiße. Aber jetzt gibt's auch. Müsste das eigentlich schon längst erledigt sein. Ja, wir haben's. Dann doch noch mit. Viel Glück. Mal kurz. Wie lange habt ihr sie?
dir und mein Bruder endlich immer stärker. Ich schulde euch wohl was. Der allerbeste Champ hat wieder zugeschlagen. Das ist echt drauf. Doch anders als früher macht mir eine Niederlage nur nichts mehr aus. Ich fühle mich trotzdem gut. Weißt du warum? Ich habe einen neuen Traum gefunden, den ich verwirklichen will. Ich möchte jemand werden, der überall auf der Welt Pokémon hilft, die Not sind. Und ich möchte ein Pokémon-Professor werden. Der Gedanke kam mir, als wir uns Stadion zu Stadion gehetzt sind, um die wilden geworden Pokémon wieder unter Kontrolle zu bringen. Ich weiß, dass ich noch große Wissenslücke in Sachen Pokémon habe. Meine Erfahrung mangelt es mir auch. Doch ab jetzt, wenn ich mich mächtig ins Zeug lege und büffel mit der Kopf auf. Eines Tages werde ich mich dann zu einem Professor gemeldet haben, den zu mir und du stolz erkennen. Damit schlage ich zwar in einen Weg ein, als mein Bruder und du, aber doch für mich wirst du immer mein Rivale sein. Einmal Rivale, immer Rivale. Hey, Rival fürs Leben. Ach, die Jugend. So ungefähr voller Enthusiasmus. Ich glaube, ich habe da was im Auge. Also stimmt tatsächlich, dass ältere Leute näher am Wasser gebaut sind. Oh, das ist ja nicht mehr. Ich bin ja wohl selbst noch klimmelig und spritzig. Yeah. Aber hör mal, was hältst du davon, bei mir im Labor als Assistent anzufangen? Was? Ich habe alle möglichen Bücher über Dokumente im Pokémon. Einfach perfekt jemand, der Pokémon-Professor werden will. Außerdem könnte ich dir so auf deinem Weg mit Rat und Tat zur Seite stehen. Da brauche ich nichts überlegen, weil ob ich das will. Aber kannst du mich auch gebrauchen. Ja, was für eine Frage. Zumal ich jetzt niemanden mehr habe, der mir zur Hand geht. Auf dich, Matt. Jede Menge Arbeit. Moment mal, ist das also bloß jemand, der die Arbeit kommt? Ja, mir würde das recht sein. Ich mache es. Und ich werde dich nicht enttäuschen. Und dich auch nicht kennen. Und diese Karte von Hopp. Ach nein. Ach, bitte nicht schon wieder die zwei Heidis. Oha, oha. Weil ich der Farbe auf der Karte habe. Dann rühren der Vortexe. Oha, oha. Mein Haar hat sich mit Tränen zu vergossen. Vielleicht hat er schwierig. Und jetzt ein Dorf oder Herz? Was wollt ihr denn alle hier? Kein Grund, gleich also einen Aufstand zu machen, liebe Frau. Wir sind nur hergekommen, um Kräfte die Ehre zu erweisen. Die beiden wollten sich partout nicht davon abbringen lassen, sich persönlich zu entschuldigen. Und ich bin quasi nur hier, um auf die beiden aufzupassen. Und dann sind sie ja Nachkommen des alten Könighauses von Gala. Wie es aussieht, habt ihr echt saubere Arbeit geleistet, während ich im Rose Tower damit beschäftigt war, das Chaos zu beseitigen, das der Präsident hinterlassen hätte. Bruder, du kannst dir gar nicht vorstellen, was die zwei da angestellt haben. Überall haben sie Pokémon zu der Maximierung gezwungen, das hättest du mal sehen sollen. Und wir bereuen unsere Taten zutiefst. Aus purem Egoismus haben wir in Kauf genommen, dass unschuldige Pokémon verletzt werden. Nichtsdestotrotz hat Kev unsere hochblütige Haut gerettet. Deine Großmütigkeit ist größer als du, Max. Du wärst also als König geeigneter als wir. Ah, oh, da sieht das schwer aus. Dann begreift ihr endlich. Ich sag jetzt, dass wir die wahren Könige sind. Nein, 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 auch mein Sohn. Wenn wir das Zepter schon aufs Land geben müssen, dann zumindest an Kev. Je genauer ich dich betrachte, desto mehr spüre ich, wie eine Aura der Berühmtheit umgibt. Die beiden haben zwar eine Schraube locker, aber irgendwie scheinen die sich ins Herz geschlossen zu haben. Oh, schon zu spät. Wir würden gerne noch verweilen, doch wir müssen aufbrechen. Auf uns wartet ein großer Spießrundenlauf, bei dem wir uns bei allen Leuten entschuldigen, die durch unsere Taten und Annehmlichkeiten erfahren mussten. In diesem Sinne, Ade. Hey, wenn ich alle etwas auftauchen. Hab. Ja? Ich hätte den Kampf gegen Kev bitter voll. Die sind dann stark geworden. Meine Halt, ich glaube, dass du das uns kämpft. Das hat er damals von seinem ersten Kampf tatsächlich auch schon gesagt. Es freut mich sehr, dass du jetzt eine Stimme gefunden hast. Und du musst wissen, dass du meine volle Unterstützung hast. Aber das sage ich jetzt bloß nicht, weil ich dein guter Bruder bin. Nein, das sage ich dir auch als Rivale. Danke, Bruderherz. Oh, Hallo Fadini, hört man wahrlich nicht alle Tage. Das ist zu selbstverständlich, dass auch dir mal die Worte fehlen. Ach, ja, schon auch so mir. Also dann geht's, machen wir uns auf den Rückweg. Ja, das ist die Gelegenheit für ein Wettrennen bis zum Waldrennen. Los geht's. Und liebe Leute, das war es mit Pokémon Schwert. Schild, Entschuldigung, natürlich. Ja, Ende ist genau das richtige Stichwort. Das war's. Ich verabschiede mich hier. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Ich weiß noch nicht, ob es morgen schon soweit ist. Mit Pokémon Schild. Ach, mit Pokémon Schwert natürlich. Und dann werden wir uns tatsächlich wieder im anderen Team mal auf die Reise nach Gala machen. Und dann, ja. Ich bin gespannt, wie es dann ausgeht. Seid dabei. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.